Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer Runde TTT. Endlich kann ich wieder aufnehmen. Ach nee, ach, er hat ja auch nicht. Ach, wieder dabei ist der Kevin. Hallo. Und ganz neu dabei ist der Timo. Guten Tag. Und wir trauen uns heute mal was. Und zwar, wir trauen uns heute mal zu dritt hier. Wir probieren mal TTT heute zu dritt, weil der liebe Tobi und der liebe Paul, die haben was miteinander und sind jetzt in irgendeinem Gebüsch. Und deswegen machen wir jetzt mal hier. Ja, ja, hier vorne hinter dieser. In dieser Palme, hinter dieser Palme, ne? Und wir haben vor uns mal ein bisschen getestet, ob das zu dritt überhaupt funktioniert. Und ja, es ging schon. Ja, der Onkel hat genug Öffnungen und hat funktioniert. Warum ich am Anfang so ein Kauderwelsch geredet habe, das lag daran, dass wir eigentlich schon zwischendurch mal eine Session aufgenommen hatten. Ich konnte aber nicht aufnehmen. Der Kevin hat aufgenommen und jetzt sind aber seine Aufnahmen auch im Arsch, deswegen werdet ihr die nie zu Gesicht bekommen. Nee, da scheint ja keine Sonne. Natürlich, ne? So, Lego Map, alles klar. Ja, hatten wir schon mal, aber ich überlege, gab es nicht hier eigentlich auch, müsste es doch eigentlich Traitor-Fallen geben, irgendwas mit ja. War das nicht mit so einem Raumschiff da, mit diesem Space Shuttle oder sowas? Ja, ist gut, dass du, wie du jetzt gerade so tust, als würdest du nicht sehen, dass die ganzen Finger hier rum. Ich Traitor fallen. Ja, ja, das siehst du doch, Junge. Weißt du, ja, du mit deinen Fingern. Deine Finger sieht man eh immer erst, wenn's zu spät ist. Ich? Ja. Ich bin ein Guter. Der Onkel, der hat lange Finger, du. Da musst du aufpassen. Ich verstehe gar nicht, was ihr hier seht für Finger und so. Also. Okay, das war auch schlecht jetzt, Timo. Das muss ich echt sagen. Das war... Oh. Also, das Problem ist, beim Onkel weiß ich mal nicht, ob du... Warum? Ich bin eiskalter Killer. Nö, du bist eine sehr, sehr bösartige Person manchmal. Na, ich was? Aha, was machen Sie da hoch? Aha, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich backe Pizza. Warte mal, hier geht dann mit dem Fußball. Ich sehe die Pizza rumfliegen, ne? Friss. Es könnten dadurch natürlich auch kurze Parts sein, dadurch wir bloß zu dritt spielen. Pizza! Hallo Timo, was machst du da? Ich wollte gucken. Pizza-Beilage, Timo. Genau. Timo Pizza. Was? Oh, was haben wir denn hier? Kann man hier rein? Wieso geht das nicht? Warte, die andere. Ja, weil ich da draufstehe vielleicht. Mensch, meine. So, erstmal hier, ne? Fuck für Police, erstmal Pizza bewerfen. Der Onkel wieder. Aha. Der Onkel. War das? Ja, der Onkel macht das gerne. Hier, guck mal, ich hab eine Pizza für Sie. Lecker. Lecker, hier. Ich hab da. Ich bereite den Ofen vor. Warte. Warte, jetzt. Hä? Ach, da ist er. Guck, kannst du Pizza braten. Warum? Was? Ich hab doch gesagt, ich mach einen Ofen. Jetzt hab ich dich auch noch vorgewonnen, du rennst trotzdem in die Flammen. Ja, du würdest jetzt am liebsten schießen. Warum macht er die ganze Zeit die Brandgranaten? Ja, normalerweise wäre das ja schon ein Grund. Definiere. 0-0 Schneider, 0-0 Schneider. Da muss ich einfach mal ganz still hinterher. So als nichts gewesen. Ja, das ist gut, dass du es sagst, weil dann laufe ich nämlich dir lieber mal hinterher. Aber ich sollte vielleicht einfach... Guten Tag. Guten Tag. Weißt du? Weißt du, stehst nur irgendwo, weißt du, der Onkel, du vor mir, ne? Du darfst dich nicht irgendwie mal bücken oder hinknien, ne? Was? Also jetzt erzählst du hinter dir. Jetzt kannst du mal bitte diese Aussagen lassen, die klingen völlig falsch. Du darfst dich nicht bücken, der steht ja sofort hinter dir. Ja. Was? Also willst du jetzt damit sagen, du bist immer der Seifenaufheber im Knast, ja? Nein, ich habe so eine Greifzange. Ach so. Da gab es immer diese Werbung, ne? Gab's die? Mhm. Das ist eine ganz komische Wendung hier. Da waren so ganz, da waren so zwei so relativ Trainierte unter der Dusche und dann so ein Hämpfling. Und dann auch, dann rutscht ihm die Seife aus der Hand und dann gucken die beiden ihn schon so an und dann holt er so von der Seite so ein Greifding und hebt dann damit die Seife auf, ohne sich zu bücken. Ah, cool. Und wäscht sich dann weiter. Unten. Cool. Ach Mensch. Ich glaube, die muss man gesehen haben, und dass man das lustig ja, finden. Ja, ja, ich natürlich. Das war, ja. Ja. Wo seid ihr denn überhaupt? Der Onkel kann sich das nicht vorstellen, sonst ist immer er derjenige, der sich bückt. Deswegen kennt er die andere Perspektive nicht.
Das ist immer ein Arsch voll Arbeit. Ach, ich wollte gerade fragen, wo ist denn der hier? Der Team? Ja, ich kam gerade da hinten von dem Haus. Achso, ich wollte gerade sagen, warum bist du wounded? Weil ich weiß ja, da war ja der Onkel mal wieder. Ja, genau. Der Onkel. Der Onkel hier wieder. Onkel. Der Onkel mit den Bonbons. Riesenbonbons. Ja, lieber Trader, du solltest langsam mal zuschlagen. Na, obwohl, ja. Du hast Alter, ja noch. Du hast Alter, noch. Was ist das denn? Alter! Okay. Hä? Oh Gott! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Also. Alter, ich weiß nicht, irgendwelche Aliens haben mich hier angefallen und muss irgendwie eine Also Halle war der Trader haben. Schon hier unterwegs und hat schon ein bisschen hier für Rauche gesorgt, der kleine Drecksack. Also, ich gehe mal jetzt davon aus, dass es Timo ist, weil hier du warst so erschrocken. Das kann gar nicht sein. Und noch eins. Doch, weil Kevin war jetzt ziemlich erschrocken, wo die Viecher auf ihn zukamen. Das sind irgendwelche komischen Viecher mit Headcrabs auf dem Kopf. Hier ist er, Team. Da. Was? Du Arsch! Warum treffe ich dich denn nicht? Alter Finne! Nein! Ey, was war das denn? Ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet. Definiere. Ja, es ist auf jeden Fall einfacher zu dritt, den Trader rauszufinden. Ich hab mich voll erschrocken, ey. Boah, was für Geräusche die von sich geben vor allem. Das hat mich angefallen eigentlich. Ich hab das waren so komische Alien-Viecher mit Headcrabs auf dem Kopf. Und wenn du die Viecher abgeknallt hast, sind die Headcrabs dann weitergelaufen, haben die auch nochmal angegriffen. Ich hab irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ach so, hast die freigelassen, die Viecher. Ja, ich glaube irgendwie. Mega erschrocken. Okay. Ich hab die auch zum ersten Mal gesehen jetzt. Ich wusste gar nicht, dass es die und auch, gut, ne? Hautnah erlebt. Hautnah. Ja. 12 Sekunden noch, da wissen wir gar nicht. Auch wenn sie sogar keine Haut mehr hatten. 12 Sekunden, dann steht's fest, Kevin ist Trader. Die Onkel, glaube ich auch. 6 Sekunden, 5. Warte mal, immer Onkel zu sagen, scheiß Onkel. Mit O, nicht U. Onkel. 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 Oh. Kevin ist Trader. Onkel. Kevin ist Trader. Was? Ja. Woher weißt du das? Bist du ein Sch... Wo ist denn Kevin hin? Guck mal. Aha, was macht ihr hier unten? Wir gucken. Oh, Taschenlampe. Mensch. Na, irgendwie habe ich so ein bisschen Schiss hier. Du wächst noch die Witch auf. Der Onkel mag kein Licht. Ach, so. Alter, das ist voll der Labyrinth hier unten. Oh mein Gott. Was? Da sind diese komischen Aliens. Kevin? Ich weiß nicht. Wo kann man die freilassen? Ich hab grad, eigentlich gar keine Ahnung. Eins liegt da tot. Ja, wenn du mal eins sehen willst, da vorne liegt eins tot gerade. Die Headcrab lebt noch. Da sind noch mehr. Das sind solche. Alter! Das ist ja. Was ist hier los? Ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich komme um die Ecke und da sind. Jetzt sind sie nicht mehr da. Was ist das denn? Der Onkel klingt so komisch. Was? Wie? Ich klinge so komisch. Ja, mein Mikrofon verstellt oder was? Oder was meinst du jetzt? Nein, ich weiß nicht. Vom. Mal hier, was das hier ist. Eine Schildkröte. Chili! Ja, habe ich auch schon gesagt, das wäre das Vieh, was man als Twitter hat, aber ich glaube, es liegt ja einfach nur so rum. Oh! Wir sind noch mehr so Viecher. Was? Was machst du denn? Ah! Ja, die greifen mich an. Was? Ich habe doch nur eins freigelassen, ne? Sind noch mehr, also nur eins. Der Onkel wieder, ja, er hat nur eins freigelassen, deswegen ist er gerade so überrascht. Naja, der Traitor hier. Ja. Komm dem Traitor schon auf die Schliche. Ah, okay, er lebt noch. Ich wollte gerade sagen, er ist auf dem Schliche. Ich bin nö, alles gut. Hä? Was ist rennt hier rum? Ah, okay. Timo. ja. TTT. Hm. Versuche mich gerade hier erstmal so ein bisschen zu orientieren, Alter, wo ihr alle seid. Oh, hier ist der. Ja, komm, sag mal, wie ist es denn hier? Was ist das denn hier? Komm nach rein? Nee. Los. Was? Los. Hä? Hey? Aha, hier hinten habe ich was gehört. Hä? Alter, wo seid ihr denn? Man ist doch gar nicht so groß. Ey, diese Viecher, Mann. Es leben immer noch alle, das gibt's ja wohl nicht.
Ich würde schätzen. Der Team war nicht. Alter, was ist hier los? Warum ist hier alles so dunkel überhaupt? Da hab ich mich auch gerade gefragt. Oh. Alter, was ist denn hier los? Wer war das? Was machst du denn? Das ist voll auf Viecher. Ne? Ach so, noch schon wieder? Alter. Onkel? Ja. Achso. Alter, was ist denn los? Das? Was war das denn jetzt? Was denn? Irgendwas. Was passiert denn da? Ich hab die ganze Welt zusammen, oder? Das war das, Oh. Das Space Shuttle. Space Shuttle. Ja, das ragt hier gerade durch den Boden. Da hat einer das Licht ausgemacht hier unten, oder was? Aha. Ah, hört. Baby, don't hurt me. No. Was passiert hier denn? Hörst du? Der Onkel? Ne, wobei, eigentlich? Ja, das ja, ein Timon, ne? Hier unten weiß in Sicherheit. Das ist alle Knöpfe, ne? Ja. Kann gar nicht sein. Ich glaube, der Onkel wird nicht drücken, wenn er nach oben steht. Versteckt er sich? Der explodiert nämlich schon mal die ganze Zeit Sachen. Hier explodiert immer die ganze Zeit Sachen. Was ist das denn für eine Aussage? Ich bitte dich. Das geht gar nicht. Kann jetzt mal hier unten jemand das Licht anschauen? Ich komme hier überhaupt nicht mehr raus. Ich laufe hier anderen denselben Weg. Hallo? Hey, was ist denn hier los? Hier sind überall Schildkröten. Hä? Was ist denn los hier? Was ist hier passiert? Hallo, warum seid ihr so still? Kevin? Timo? Ja? Kevin? Ich vermute auch, dass er der Traitor hier ist. Oh, ich hab den aus... Okay, hier liegt ein toter Körper. Körper. Mit B. Körper. Ich habe aber jetzt kein... Kevin, wieder hier so einen blöden Boom-Buddy, wa? Mhm. Aha. Aha. Alter, was ist denn hier passiert? Hier liegt ein kaputter Hubschrauber und so ein Scheiß. Was zeigt ihr denn überhaupt? Ich bin die ganze Zeit hier unten. Ja, ich hab da unten auch nicht mal. Ich hab jetzt aber einen Hochweg gefunden. Ein Hochweg. Ein Ausgang. Oh, hier liegt eine Rakete. Also kannst du ja eigentlich, wenn jetzt, warte mal. Aha. Hat jetzt Kevin da scheiß Boom-Buddy hingelegt, oder? Was bist du nicht, Trader? Er ist ja ganz still hier. Oder du bist Trader. Kann auf gar keinen Fall sein, ja. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Nein. Alter, hier oben ist alles zerstört. Was habt ihr denn gemacht? Hier liegen überall Helikopter und. Also. War die ganze Zeit unten. Hä? Aha. Was? Aha. Ja, wo ist denn jetzt? Wir müssen mal Kevin suchen. Oder ich weiß nicht, ob das. Hier vorne ist, liegt eine Leiche. Ich weiß aber nicht, ob das ein Boom-Buddy ist. Muss doch mitkommen. Komm, das gucken hier, wir mal nach. Hier drin, guck. Aber ich hab keinen Bock. Weil der macht immer gern mit Boom-Buddies rum. Siehst du's? Sag ich mal. Wie kommt man denn da rein? Weiß ich nicht. Achso, ja, da kommst du durch die eine Tür rein. Wo bist du denn? Hier. Bist drin? Ah, hier. Mal nach. Oh, war der mies, ey. Wie hast du mich denn getötet? Hat er den einfach um die Ecke gebracht hier? Ich hab nichts getötet. Er lag wirklich einfach da. Deswegen, das hat mich irritiert. Scheiße, nein, jetzt falle ich auf, hab ich gedacht. Aber nein, ich fiel nicht auf. Dann ist mir der Boom-Buddy eingefallen. Ja, aber das ist wahrscheinlich irgendwas, was du aktiviert hast, wahrscheinlich. Ich hab unten haufenweise hier den ganzen Scheiß. Da ist so ein Trader-Raum, da kannst du den ganzen Scheiß aktivieren. Ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich hab erstmal alle Knöpfe gedrückt da. Das Licht ausgeschaltet, stand ich erstmal dort. Und dann habe ich verrafft, dass ich eine Taschenlampe habe und bin da unten die ganze Zeit im Schwarzen rumgestürmt. Das war der Twitter-Raum. Ich dachte mir, was ist hier los, ey? Alles fliegt hier rum. Ja, das ist. Drückt erstmal alle Knöpfe. Naja. Alter, unglaublich, ey. Guck mal, siehst du, wie hinterlistig der spielt? Ja. Was?
Ich bin immer ehrlich zu euch. Den darfst du nicht vertrauen. Ich habe nie behauptet, dass ich kein Trader wäre. Der lügt sogar, wenn er die Wahrheit sagt. Ja, doch, habe ich. Genau gesehen. Okay. Ich will weg. Ich bin innocent. Ich auch. Ah, ja, ich, ja, ich, natürlich. Ich muss mal aufhören, so sächsisch zu labern. Ne? Ich irre. Hi, Timo. Hi, ja, Kevin. Guten Tag. Geht lieber nicht da runter. Da unten sind ganz böse Fallen, die da. Dann gehen wir mal dahin. Ja, Kevin. Ja. Ich werde jetzt einfach mal dich verdächtigen. Warum? Du läufst da freudestrahlend rein, obwohl ich gerade gesagt habe, hey, der Trader könnte hier einen Haufen Fallen auslösen. Ja, aber ich weiß hier unten... Du weißt ganz genau, Viecher. Dass du Trader bist, ne? Und dann, ja, hier unten kommen nur diese Viecher. Ja, diese die Viecher... Die kann ich wenigstens noch abknallen. Ja, aber diese Viecher... Aha. Ja. Sah jetzt aus, ich mach die Tassen immer, da hockt er dort in der Ecke. Aber diese Viecher, die kann auch bloß der Viecher. Trader aktivieren. Ja, aber noch sind sie ja noch nicht da. Also ich habe nichts getan. Der Twitter also er hockt jetzt so genau machen. In der Ecke, wo die Viecher wahrscheinlich... Viecher. Scheiß, sächsisch. Warum drehst du dich um? Ja, weil ich gucken wollte, ob was kommt. Guck mal, ob was kommt. Jetzt habe ich nämlich eine Taschenlampe an. Yeah. Ich gehe mal lieber. Das ist mir... Ja, auch irgendwie. Ihr seid diejenigen, die man nicht vertrauen kann hier. Was? Das sind so nette Menschen. Deswegen werde ich hier auch verfolgt. Mhm. Na klar wirst du verfolgt, es gibt ja bloß einen Weg hier. Mhm. Ach, guck mal, hier geht's hoch. Mhm. Oh, hier. Guten Tag! Ach, guten Tag. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen laut. Was macht ihr denn? Na? Ficken! Weil Kevin, ficken! Von der Sache eben. Naja. Ja, wenn es weiter nichts ist, ne? Gleich mal große. Warum vertraue ich denn jetzt eigentlich gerade Timo so? Ich geh weg. Jetzt gerade irgendwie komische Geräusche gemacht. Das war Kevin. Ja. Du hast eine Trailer-Waffe, er hat gesprochen. Ich hab mir gerade in die Hose gemacht, ja. Hier ist schon wieder das Licht aus unten. Ach nee. Kevin ist es dann. Ich dachte, ich hätte die Augen zu. Aha. Dann ist das Kevin. Warum? Na, weil unten die ganze Zeit Licht war und du warst, wir waren schon oben und jetzt sagt er auf einmal, da ist ja Licht weg. Und Licht kannst du nur im Trader-Raum öffnen. Das heißt, du musst da drinnen gestanden. Im Trader-Raum öffnen vor allen Dingen. Im Trader-Raum. Mhm. Oh Gott, ein Hubschrauber! Oh Gott! Rakete! Du blödes Arschloch! Ich muss. Warum nur? Alter, totales Kriegsgebiet hier auf einmal. Oh nee. Was macht die denn da? Ich geh lieber wieder hoch. Alter. Was ist denn hier los? Ich geh auf einmal alles los. Okay. Ich glaube, ich vertraue diesmal. Ich glaube, es ist wirklich Kevin. Das ist, glaube ich, so. Das ist der einzige, den wir hier gerade nicht sehen, ne? Ja, ist richtig. Ja, ich bin ja unten. Aha. Ja, aber unten. Naja, eben. Weg. Im Dunkeln. Also Kevin ist hundertprozentig. Da muss es einfach sein. Hundertprozentig, ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, viel Auswahl bleibt ja nicht, ne? Gerade weil Timo hier oben war, wo die ganzen Waffen hier ausgelöst wurden und sowas. Also es bleibt nicht viel Auswahl, lieber Kevin. Du bist am Arsch. Ja. Du bist am Arsch. Bist hier, ich bin nicht am Arsch. Du bist voll am Arsch. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo der zweite Ausgang war von dem Trader-Raum. Ich glaube, der war hier irgendwo. Hier! Aha. Nein! Ja, siehst du? 100 pro, ich sag das doch. Das war auch auffällig. Okay. Es ist schon auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall einfacher, beziehungsweise man kommt schneller auf den Trader, wie wenn man zu viert spielt, das ist klar, aber es passt schon. Hier los. Konntest du die aufheben? Ich hab die Waffe auf. Ja, ich konnte die aufheben. Okay. Ey, Mann, ich will auch mal alles ausprobieren. Ich wusste nicht, dass ihr gerade oben seid. Ich dachte, ihr werdet noch. Das ging hier übelst auf einmal hier ab. War auf einmal voll Weltuntergang. Hier, die Kameras waren cool, die konntest du ja umstellen, kannst ja gucken. Ja, ich weiß schon. Da hat auf einmal der Kopf rausgeguckt, da ging auf einmal die Look wieder zu. Das sah so geil aus.
Ja, ich wollte eigentlich gerade schießen mit Shooter King, aber ich stecke einen Kopf raus und dann wurde ich schon direkt weggeballert. Aha, hier wirft schon jemand wieder eine Granate. Ich bin Trader. Warte mal. Ich bin innocent. Ich bin Trader. Was ist denn das? Okay. Okay, Onkel ist also Traitor. Ja. Erschieß mich! Ach, du weißt gar nicht, wie gerne ich das jetzt tun würde. Mach doch. Dann hast du aber einen Unschuldigen getötet. Was? Einen unschuldigen Traitor getötet. Ich glaube, da wurde irgendwas aktiviert. Weißt du das? Ja, also ich bin gerade oben. Ob das Geräusche sind, um die Kameras umzustellen? Das, ich glaube schon. Also ach, Mann. Timo, das war jetzt nicht so schlau von dir. Nee, aber ich gehe mal auf den anderen. Ich gehe mal auf den zu dem anderen aus. Ja, wo jetzt. Ich weiß ja nicht, ob das war. War es cool, ja, er ist ja nicht oben. Er ist nicht oben. Es war okay, jetzt unten war irgendwas. So. Oh Gott, die Viecher wurden aktiviert. Oh, da. Also, ich bin gerade oben. Ich weiß gar volle nicht, was Möbel. Ich will hier raus, ich will hier raus. Nein, Sackgasse. Nein. Oh. Alter. Ja. Also, Timo, das hätte ich nicht von dir gedacht. Also, ich bin gerade oben. Ich weiß gar nicht, was ich da hab. Ja, ja, klar. Alter, das ragt durch. Apropos, ich wollte nur sagen, der Timo ist oben, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Komm doch mal hoch, komm. Komm, Timo, komm. Jetzt hat ihr nochmal das Knöpfchen ausprobiert hier. Komm, Timo. Was? Timo, komm. Naja, ich kann auch 7 Minuten oder 8 Minuten hier warten einfach und kann einfach. Also kein Problem. Also ich muss dich noch, was wolltest du sagen? Mhm. Ah, warte mal hier. Alter, Kevin! Erschreck mich doch nicht so, ich denke auf einmal. Warum bist du nicht unten? Ich überwache doch die ganze Zeit den Ausgang hier. Bist du wahnsinnig? Meinst du, ich gehe da nochmal runter? Okay, dann bewach du hier den Ausgang. Ich gehe mal runter. Der kommt doch nicht hoch von deiner Mann. Da ist er! Ah! Nein! Er hat gedacht, ich bin weg, weil ich wusste nicht, wie diese Kacke funktioniert. Der Ausgang aber auch mit diesem Schwarzen hier, ne? Wieder rausgesprungen kam. Ich hatte diese komische Sparta-Waffe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Na, die ist ein bisschen doof, weil die kommt, da schreit er am Anfang, du bist, das ist Sparta und dann tritt er erst zu. Das ja, das dauert ein bisschen. Du musst während der Tritt herren. Also, Trader! Warum kann ich dich denn nicht killen hier? Das ist doch doof. Ja, müssen wir mal einstellen. Ja, das wäre cool, weil ich meine, so das klasse Nebeneffekt bei den Kevin immer mal wegzuballern. Ja. Was war das hier nicht? Der Pinky und der Brain? Mal mit Narv? Ja, Narv. Der Pinky und der Brain. Ich bin Trader. Ich bin innocent. Achso, okay. Ach so, das muss man ja mal sagen. Ich bin innocent. Aha. Ey, Alter. Kevin. Kevin. Hör uns doch auf. Ey, der Onkel ist es 100% die. Hey. Was? Warum denn immer ich? Du weißt ganz genau, dass ich in der Tendenz ganz, ganz wenig Trader bin. Ne? Also berechne das mal mit. Also, was mir vorhin aufgefallen ist, ich habe ja mit dem Timon vorhin mal ein paar Maps durchprobiert und eigentlich war er ständig, wenn wir die Map angefangen haben, als erster Trader. Ja, das ist immer. Eigentlich deine Aufgabe gewesen, immer wenn wir angefangen haben, ja, zu Trader. Deswegen, aber ja, wir spielen ja jetzt schon ein paar Runden, das heißt, deine Logik geht gerade nicht auf, lieber Kevin. Du wolltest jetzt einfach nur. Nein, wenn wir eine neue Map anfangen, habe ich gesagt. Ja, eben, und wir haben keine neue Map angefangen. Aha. Nein, das war auch nur eine Randinformation. Ja, und das ist auch falsch, weil immer, wenn wir eine Map anfangen, warst du immer Trader. Du bist falsch. Ich bin falsch? Du hast gesagt, ich bin falsch. Papa, ich hab den Mech umgekippt, das war ein Unfall. Du warst ein Unfall.
Oh, 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 der Timo. Wollt ihr nur gucken, ob hier, ne? Ja, ja, ey, wollten wir gucken, ne? Ein schwarzes Loch. Hatsch! Gesundheit. Sag mal. Vertrauen um 50% gesunken? Was? Aber warum? Ja, er hat doch hier so geschossen hier. So viel? Warum nur? Ich vertraue euch bei null. Wow. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ey, was war das? Das ist, Ach so. Genau. Das ist schon so ein Headcrab. Der Timon gibt ja noch unten, weißt du? Ich wollte mal gucken, was hier los ist. Also, ja, wollte ich mal in den Twitter-Raum gucken gehen, ne? Ja, ja, ja. Ich wollte mal in den Innocent-Raum gehen. In den Fernsehraum. Mein Gott. Oh. Aha. Was denn? Warum stehen sie hier einfach so rum, ohne sich zu bewegen? Ja, ich sehe gerade nichts mehr, weil alles bei mir gerade irgendwie weg ist. Ihr hört mich noch, aber der TS ist bei mir irgendwie eigentlich aus gerade. Ist gerade alles... Noch? Alles gut. Okay, jetzt wird... Was war das denn? Ich hab keine Ahnung, du warst die ganze Zeit da, alles gut gewesen. Ja, ja, aber bei mir war der Bildschirm auf einmal und dann war alles leer. Keine Ahnung. Bist du aber jetzt noch da, oder? Ich bin noch da, ja, ja. Ich war gerade kurz im Überlegen. Oh Gott, was macht der denn da? Ja, ich hab ihn nur bewacht, um zu gucken, ob er hier, ne? Ob er ja, nicht ja, im Traitor-Menü ist, ne? Ja, 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 klar, ich hab ein paar Sachen gekauft. Nicht nur Ablenkung, was war das? So, so große schwarze Dinge. Die naturgetreu geformt sind und so um die 50 cm schwarz. 50 Lat 5, aus Gummi und. Was laberst du da? Batteriebetrieben. So. Okay. Der. Ja, den kennst du, ne? Den hast du auch zu Hause. Ne? Wen? Ach du Scheiße. Den Longdong Silber. Black Edition. Also mir ist das sehr unangenehm, mit euch irgendwo rumzulaufen. Ich glaube auch irgendwie. Wir müssen mal wieder an die frische Luft hier oben. Das ist ganz wichtig. Oh! Guck mal da, der muss noch mal ausprobieren. Das gibt's ja wohl nicht. Schalali und Schalalo. Schämst du dich denn nicht? Ich? Aber warum? Hä? Timo? Aha. Mhm. Aha. Aha. Also aha. Man kommt hier nicht so wirklich dazu, jemanden zu töten irgendwie, ne? Auch nicht, also. Ja, ist schwierig. Der Traitor lässt sich, glaube ich, Zeit irgendwie. Ja Mensch, Onkel, mach doch mal was. Hä? Also ich bitte dich. Bist wieder im Traitor-Raum. Was? Ach du Sau, was war das denn? Wurde hier gerade. Kevin? Wer verletzt? Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Timon? Ja. Timon? Ja, hallo? Timon, ist es. Scheiße, nein! Ich hab jetzt überlegt, Scheiße, wie machst du das jetzt am dümmsten? Ich hab mir nämlich noch einen schönen Boombody geholt. Onkel, ich dachte, du bist die ganze Zeit unten. Gesehen mit dem, ich dachte, mit dem, du bist die ganze Zeit unten. Nein, ich hab dich auch gesehen mit dem Launcher. Ach, verdammt! Ich wollte nur nicht. Ich dachte, der stirbt gleich, deswegen habe ich so eine blöde Schose abgezogen, aber es hat nicht funktioniert, der ist nicht gestorben. Ich dachte schon, hä? Was? Ich hab auch auf dich gezielt in dem Moment. Ich hab nur noch nicht geschossen, weil dann hätte ich meine Position verraten und dich wahrscheinlich nicht getroffen. Deswegen dachte ich so, ich warte mal. Noch hat er mich nicht gesehen. Also ich war noch ein bisschen vorsichtig. Ich wollte jetzt nicht gleich hier, ne? Ach, okay. Abmucken. Ich wollte jetzt eigentlich ihn töten und, ne? Wisst schon. Und mich ja. Um die davor, so ist egal, ich darf ich darf meine Taktik nicht verraten, weil die kann ich aber vielleicht nochmal an. Die kann ich vielleicht nochmal. Hätte ich es nicht gesehen, hätte ich es geglaubt. Anwendung. So, ich glaube, die
campen musst du auch noch ein Stück. Ja, das ist ja jetzt eine Genugtuung. Das tat mir natürlich jetzt sehr gut im Herzen, dass du gesagt hast, hättest du es geglaubt. Ja, das muss ich mal sagen. Also gesehen hätte, gut, es wäre spätestens dann aufgefallen. Wobei, wenn du hättest dann ist, vielleicht, ne, aber es passt schon. Da, ich werde nie Trader. Ja, komm, hör auf, willst du dich verarschen, oder was? Ich hab deinen Fluch. Was? Das war der Tester. Okay. Onkel. Scheiß Tester, Mann! Was ist los hier? Komm hier. Bang. Mann, warum gehst du den blöden Tester? Das ist doch scheiße. Die Sau. Ich bin so unschuldig, Mann. Ich bin ein alter Mann, Mann. Du bist so unschuldig. Mann, verdammt. Oh, das war so gemein. Warum machst du, ey? Also Trader, Tester, bitte nicht. Bitte nicht. Nee. Das ist doof zu dritt. Wow. Du wusstest es nicht, oder? Komm, sag wenigstens, dass du es nicht wusstest. Ansonsten. Ich wusste das nicht. Gut, alles klar. Dann bin ich beruhigt. So, meine lieben Freunde, würde ich sagen, dann war trotzdem nett zu dritt, geht's trotzdem, kann man trotzdem weitermachen. Ihr werdet jetzt vielleicht noch ein paar Parts sehen von zu dritt und ja, würde ich sagen, bis dann die Tage. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.